Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja, das war mein erstes Pokémon Mystery Dungeon Spiel und bisher auch mein einziges. Die anderen habe ich nie gespielt, aber das Team Rot habe ich gespielt. Ich habe es ein paar Mal durchgespielt und es ist so ein süßes Spiel. Wir spielen nämlich darin ein Pokémon, ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Ach ja. Und jetzt, am Anfang, gibt es einen schönen Persönlichkeitstest. Herzlich willkommen! Dies ist das Portal zur Welt der Pokémon. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut. Fangen wir an. Oh Gott. Gibt es viele Dinge, die du unbedingt irgendwann einmal machen willst? Na klar. Wenn es hart auf hart kommt, machst du weiter? Ja. Auf dem WC ragt eine menschliche Hand und winkt dir zu. Wie reagierst du? Ich schließe das WC. Endlich Sommerferien. Wo möchtest du hinfahren? Zum Strand natürlich. Fühlst du dich einsam, wenn du allein bist? Ja, manchmal. Du entdeckst eine Schatztruhe. Öffnest du sie? Ich öffne sie sofort. Sagen andere oft zu dir, dass du dich kindisch benimmst? Früher ja, jetzt nicht mehr. Ein Typ belästigt auf einer belebten Straße ein Mädchen. Wie reagierst du? Hilfe, obwohl ich Angst habe. Bist du ein Junge oder Mädchen? Ein Mädchen. Du scheinst der kühne Typ zu sein. Du erledigst fleißig deine Schularbeiten und ernährst dich gesund. Hust. Mit deinem starken Willen erledigst du Aufgaben, egal wie schwer sie sind. Aber du kannst doch ein wahrer Sturkopf sein, der sich sogar mit Freunden streitet. Hey, das stimmt. Bist du ärgerlich, scheint nichts für dich richtig zu sein. Lern darüber zu lachen. Mach, versuch immer. Ein kühner Typ wie du sollte das Pokémon Pikachu sein. Kommen wir zum Abschluss. Wen möchtest du als Partner wählen? Wähle das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest, aus der Gruppe. Ich habe bis jetzt immer Glumanda genommen. Können Leute immer Shiggy oder Kanimani oder Feuerriegel, Flamly? Flamly hat eine coolere Entwicklung. Und Glumanda wird langsam langweilig. Feuerriegel hat aber auch coole Entwicklungen. Kanimani. Wenn man Wasser-Pokémon könnte. Also, Pflanzen nehme ich nie eigentlich. Die sind nutzlos. Ich nehme Flamly. Wie heißt dein Partner? Ich nenne es Flamly, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Mach's gut. Tschüss. Könnt ihr euch schon denken, was ich für ein Pokémon bin? Wo bin ich? Ist das ein Traum? Eine angenehme Brise streift mich. Ich höre eine weite Stimme von weit her. Eine weite Stimme. Wer kann das sein? Entschuldige, hallo! Bitte wach auf! Komm, mach endlich die Augen auf! Ja, ich bin ein Pikachu! Das war übrigens, ich habe die Fragen nicht auswendig gelernt oder so. Ich habe einfach beantwortet und irgendwie kommt bei mir immer Pikachu raus. Wirklich, das ist so. Endlich bist du aufgewacht, das ist schön. Wo bin ich? Ich habe dich gefunden. Du warst ohnmächtig. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist. Übrigens, jedes Pokémon, das dann mein Partner wird, sagt ein bisschen was anderes. Ich bin Flamly. Schön, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich glaube nicht, dass ich dich schon einmal gesehen habe. Ja, bla bla bla. Wie bitte? Hast du gerade gesagt, du bist ein Mensch? Aber du siehst wie ein ganz normales Pikachu aus. Oh mein Gott! Ich bin ein Pikachu, das stimmt. Ich bin ein Pikachu. Okay, der plappert mir nach. Aber wie und warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich find's übrigens schön, dass da diese Bilder da sind. Das finde ich voll süß. Du bist seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ja, genau. Ich heiße... Saphira oder Frenny? Ich nenne mich mal Frenny. Wo ist denn das Ä? Oh mein Gott, da ist das Ä. Okay, du heißt also Frenny? Ja, also, das ist wirklich ein niedlicher Name. Da
Danke. Wow. Ja, okay. Irgendjemand, Hilfe, bitte, Hilfe! Oh, da hinten ruft jemand. Ist etwas passiert? Wie fürchterlich! Mein Raupi ist in eine Höhle gefallen! Mein armes Baby! Was? Eine riesige Erdspalte hat sich plötzlich geöffnet und mein Raupi ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Als ich meinem Baby helfen wollte, wurde ich plötzlich von Pokémon angegriffen. Bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Sie sind wohl durch die Erdspalte sehr aufgewacht und außer Kontrolle, denke ich. Ich bin zu schwach, um mich mit wilden Pokémon aufzunehmen. Was wird aus meinem Baby werden? Oh, was soll ich nur tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Sound. Ja, okay, alles in Ordnung. Kleinhain, unser erster Dungeon. La, ja. Ich weiß. Nein, B. E. Attacken. Donnerschock, yeah. Kann ich gleich mal fixieren. Was es mit dem Fixieren auf sich hat, werde ich euch noch sagen. So. Ja, ich weiß, Poké ist die Währung dieser Welt und jetzt müssen wir Raupi helfen. Und... Stirb! Ja, ich bin Level 5 am Ende. Stirb! Du auch. Nein, falsch. Boah, das war unfair. Ey, warum fehl? Unfair. Stirb endlich. Ja. Yay, Geld. Da ist Geld. Wir müssen immer die Treppe finden, um auf die nächste Ebene zu kommen. Das ist manchmal nicht sehr einfach. Und ich werde... Ja, ich weiß. Nein, nein, nein. Ich werde... Juhu, eine Stufe aufsteigen. Rutenschlag. Rutenschlag ist nach oben. Ja, ja. Juhu. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, ich werde nur das reguläre Abenteuer spielen. Was danach kommt, das ist ja bei allen Pokémon-Spielen so. Ah, ein Gegner hat ein Dings aufgehoben. Da bist du auch schon. Gott, du siehst gruselig aus. Stirb! So, gib das Geld her. So. Ich werde nur das reguläre Abenteuer spielen, weil danach, da geht es eigentlich nur darum, nach irgendwie so in eine Ruine zu gehen. Und das ist ziemlich langweilig, finde ich. Aber das reguläre Abenteuer ist sehr, sehr schön. Das macht mir auch Spaß. Yay, Flammy erreicht Level 6. Ich freue mich schon, wenn wenn Flammy sich entwickelt. Ach nee, das passiert ja in diesem Spiel gar nicht. Genau, die Pokémon können sich ja nicht entwickeln. So, eine Siebelbeere. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Oh Mann, Flammy, nimm das. Danke. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende. Der Kleinhain hat nur 4 Untergeschosse. Hey, Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Huch, deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Okay. Yay, mein Baby ist gerettet. Es tut mir leid, ich weiß gar nicht, wie ich euch jemals danken kann. Oh, das war doch selbstverständlich. Die Zeiten sind gefährlich. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass dein Kleiner unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt mir zumindest euren Namen. Ich bin Flammy. Und dies ist Flammy. Cool. Okay. Er sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen. Ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, könnte mir Spaß machen. Vielen Dank, Flammy und Frenny. Ich weiß, es ist nicht annähernd genug, aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Sinelbeere, Pirsifbeere, Pfirsichbeere,
Fragia-Beere. Fertig. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Tschüss, ne? Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark. Ich bin wirklich beeindruckt. Und? Was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Du hör mal, Finn. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, komm mit mir. Okay. Nun, hier sind wir. Ach, die Musik ist schön. Ein Haus. Eine Eichel oder keine Ahnung was. Wow. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, aber das gefällt mir. Ich bin richtig glücklich. Ist vielleicht so ein Pokémon-Instinkt. Vielleicht soll ich es vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Lass es lieber. Ist ja auch egal, ich bin glücklich. Vielleicht empfinde ich das so, weil ich ein Pikachu bin. Ja, yeah, ich bin ein Pikachu. Ich liebe Pikachu. Oh, Frenny, du bist beeindruckt, habe ich recht? Das habe ich mir gedacht. Ich wusste, dass das genau nach deinem Geschmack ist, Frenny. Woher? Hast du das jetzt ganz schnell in 5 Sekunden gebaut, oder was? Ich war mir sogar ganz sicher, dass es dir gefallen würde. Dies ist dein Briefkasten. Hier kommen die Briefe, die dir andere Pokémon senden, hinein. Genau wie diese Erdspalte, in die Raupe gefallen ist. In letzter Zeit geschehen alle möglichen Naturkatastrophen. Viele Pokémon sind von diesen Katastrophen betroffen. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte diesen Pokémon helfen. Ich möchte aus dieser Welt einen sicheren Ort für Pokémon machen. Also, ich habe gesehen, wie gut du warst, als wir Raupi gerettet haben. Hättest du vielleicht Lust, ein Retterteam mit mir zu gründen? Ich bin überzeugt, wir werden die Nummer 1 unter den Retterteams, Frenny. Bist du dabei? Naja, was bleibt mir anders übrig? Wenn ich ablehnen drücke, will Flammy weitermachen. Also würde es mich weiterhelfen. Also abgemacht, klasse! Von jetzt an, Frenny, sind wir Partner in unserem Retterteam. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Und unser Team heißt, ich habe noch gar nicht über einen Namen nachgedacht. Hör mal, Frenny, fällt dir ein schöner Name für uns ein? Natürlich! Ich werde es nach meinem Nickname auf YouTube benennen, und zwar Ninten. Das Team Ninten. So heiße ich übrigens auch im Skype neuerdings. Ninten. So. Ninten. Das klingt ja super. Ein schöner Name. Passt perfekt zu uns. Retterteam Ninten. Lass uns morgen einen guten Start hinlegen. Yay! Und so begann die gemeinsame Karriere von Frenny und Flemly als Retterteam. Die Sonne geht auf über dem Pokémon-Reich. Sehr schön. Am nächsten Morgen. Es hat sich nichts geändert. Wie ich aussehe, ich bin immer noch ein Pikachu. Aber warum wurde ich in ein Pokémon verwandelt? Ich kapiere das nicht. Mir ist immer noch ganz komisch. Hundemüde und kaputt. Ich brauche mehr Schlaf. Dann speicher mal, bitte. Man kann nur in seiner Basis speichern. Was? Speichern fehlgeschlagen? Ach so, ja. Ach, ich bin ausgeschlafen und erfrischt. Ich bin zwar immer noch ein Pokémon, aber... Ach ja, genau, dieses Pokémon. Ich glaube, es hieß Flammy, oder? Wir haben beschlossen, gemeinsam ein Retterteam zu bilden. Was Flammy wohl gerade macht, ich sollte mal rausgehen. Ja, ich muss ja immer Safe States machen. Das mache ich auch gleich mal. Spiel speichern. Da. So. Und ich würde dann sagen, ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Let's Play. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird bestimmt super. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Also bis dann. Ciao.